Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Claudius Cosmic Card News zu einer weiteren Monatsbotschaft. Mitte Oktober bis Mitte November 2023 ist jetzt dran. Du bist hier jetzt in diesem Video richtig, wenn du entweder die Lebenszahl 2 hast oder du möchtest für jemanden schauen, der diese Zahl hat. Lebenszahl 2 bedeutet das Geburtsdatum Ziffer für Ziffer zusammenrechnen. 30 bedeutet 3 plus 0, nicht die 30, sondern 3 plus 0. Und bis du dann am Ende angelangt bist, eine Doppelzahl hast, die wieder zusammenrechnen und dann kommt eine einzelne und dann bist du bei der 2, wie gesagt, in diesem Video, dann funktioniert das genau so. Ja, spannende Zeiten, oder? Ich biete dir an, Kurzanalyse bezüglich deines Geburtsdatums, ganz individuell. Fakt ist, jedes Geburtsdatum sagt so viel aus, es ist unglaublich. Und vieles ist uns gar nicht unbedingt bewusst. Es ist dein größtes Talent da drin, es ist deine Berufung da drin, es sind so viele andere Dinge noch zusätzlich da drin. Es sagt was über deinen Charakter aus, über deine Persönlichkeit. Es sagt etwas aus, ob du Mutter- oder ein Vaterthema zum Beispiel hast, ob du eher ein praktischer oder ein geistiger Typ bist, ob du jemand bist, der gerne will, aber nicht in die Umsetzung kommt und, und. Für den Fall, dass dich das halt interessiert, dann kannst du dich gerne bei mir melden für eine Kurzanalyse. Die biete ich jetzt zurzeit gerade an für 55 Euro. Das Ganze läuft über Telegram und WhatsApp und ja, da kann man dann schon mal ein bisschen Bauklötze staunen. Das ist super, super, super spannend und super interessant, kann ich dir sagen. Wenn du so grundsätzlich über die Zahlen 1 bis 9 noch was wissen möchtest, habe ich dir auch hier ein Video in die Videobeschreibung getan. Da erzähle ich halt etwas über diese Zahlen. So, und das mal so dazu. Du kannst auch gerne mal bei mir im Telegram-Kanal vorbeigucken. Findest du alles in der Videobeschreibung. Das nochmal so am Rande. Also, wie gesagt, fühl dich frei. Melde dich bei mir gerne für die Kurzanalyse. Und das ist wirklich mega spannend, kann ich dir sagen. Okay, also mit der 2 fangen wir mal hiermit an. Also mit der 2 geht es natürlich darum, dass wir hier eine sehr intuitive Zahl haben, eine weiche Zahl haben, eine weibliche Zahl. 2 ist eine ungerade Zahl und damit eine introvertierte weibliche Zahl. Die 1 steht für Kraft und Stärke, ist nach außen gerichtet, männliche Zahl, die weibliche Kraft, also der Mann und die Frau, ne? Das haben wir hier in den Zahlen dargestellt. So, und Intuition, Gefühl, Fürsorge, das ist natürlich alles Thema von der 2, auch das Du, die Partnerschaft und so weiter. Man ist denn fürsorglich, man achtet auf den anderen etc. pp. Man muss halt aufpassen, dass man sich nicht unbedingt übers Ohr hauen lässt oder dass man sich ausnutzen lässt, weil halt sehr viel Mitleid auch da ist und Mitgefühl da ist. Also Mitleid ist natürlich schon mal nicht so prickelnd, weil Mitleid bedeutet, man leidet mit. Mitgefühl ist okay, aber eben auch in Maßen. Aber wenn du dich natürlich sehr, sehr gut reinversetzen kannst in den anderen, dann kann das schon mal ein bisschen dramatisch sein, weil, ja, weil man dann natürlich null objektiv mehr ist und lässt sich unter Umständen dann auch in Sachen reinziehen, die man eigentlich gar nicht möchte. Also Nein sagen ist manchmal das ganz große Ja zu einem selbst. So, und ich möchte jetzt mal gucken, was wir hier in der Zweifel sind. Übrigens auch ein Thema von der 2, ne? Schauen wir mal, wenn zu viel hin und her gedacht wird, dann geht es ans Denken, Überdenken und Zerdenken. Das ist auch Thema der 2. So, was haben wir jetzt hier? Ich möchte jetzt gerne gucken für die 2 im Oktober, November. Was ist die signifikante Energie für diese Zeit jetzt? Für die 2 Mitte Oktober bis Mitte November. Was ist die Energie, in der du jetzt gerade steckst und wo geht die Reise hin? Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Nee, hier ist noch nichts bei. Moment, ich muss mir das mal wieder richtig hinpacken hier. So. Karten natürlich auch in der Videobeschreibung, falls dich interessiert, welche das sind. So, Karte Nummer 1. Karte Nummer 2 und ja, Karte Nummer 3. Karte am unteren Rand kommen wir auch noch zu, aber erstmal, was ist der Signifikator für den Monat, für Mitte Oktober bis Mitte November, also für die Zweier?
Da haben wir hier die sieben Stäbe. Okay, die sieben Stäbe, das kann sein, dass da Unruhen im Außen sind, die dich wirklich stark beunruhigen können. Ja, also es kann sein, dass jemand nicht so einverstanden ist mit dem, was du denkst, wie du handelst, wie du bist einfach. Das sind so quasi Anfeindungen von außen. Das kann Konkurrenz sein, das kann Neid sein, das kann wirklich einfach irgendwie sein, das ist ein bisschen Missgunst im Außen, dass dir jemand wirklich das Schwarze nicht unterm Nagel gönnt und so weiter und so fort. Also das sind Anfeindungen von außen und da geht es natürlich darum, wie begegne ich dem Ganzen. Also wenn man hier die Gefahr im Außen hat, wie man hier die Haie so sieht, dann macht natürlich Sinn, dass man die Ruhe bewahrt, dass man in sich bleibt, dass man wirklich schaut, in sich die Ruhe findet, in die Mitte geht, in die Zentriertheit geht, genau sich darüber bewusst ist, was ist meins, was ist das von den anderen und wirklich das eine vom anderen zu unterscheiden lernt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also zieh dir nicht jeden Schuh an, der da irgendwie rumwurschtelt, die zwei mit ihren Zweifeln und mit diesen ganzen Gedanken, die da umherwurschteln. Dreh dich davon weg. Dreh dich von dem weg, wenn du merkst, dass da außen im Außen etwas ist, was dich beeinflussen möchte. Und weil, wenn das nicht deins ist und das wirst du spüren, du bist intuitiv, dann hast du auch ganz klar für dich die Aufgabe, in deine Mitte wiederzukommen und das Außen an dir abprallen zu lassen. Weil du entscheidest ja, wer das Recht hat oder wer sag mal, dich beeinflussen darf oder nicht. Das entscheidest du. Und auch wenn das andere noch so sehr verlockend ist, sich manchmal in diese Dramen reinziehen zu lassen, verlockend auch natürlich im negativen Sinn, dann geht es trotzdem darum, wie gehst du damit um und ist das überhaupt deins? Oder ziehst du dir gerade einen Schuh an, der gar nicht deiner ist? Ne? Also versuch da schön bei dir zu bleiben, in deiner Mitte zu bleiben, in deiner Zentriertheit zu bleiben. Das ist also Motto des Monats Oktober bis Mitte November. Schön in der Balance bleiben. Was ist die aktuelle Energie? Spirit of Pentacles. Okay, das ist, oh, guck mal, guck dir den mal an, ist der nicht knuddelig? Sehr süß, oder? Ja, kleiner Ausflug. Also Spirit of Pentacles ist der Bube der Münzen in diesem Fall. Der Bube der Münzen spricht von Chancen. Überhaupt, Buben sind ja immer Chancen und Möglichkeiten, die einem von außen gereicht werden. Das heißt also, möglicherweise hast du durch die Münzen tatsächlich ein Angebot, was Geld angeht, eine Erbschaft, ein Lottogewinn, also alles, was so die Vermehrung von Geld angeht, Chancen, Möglichkeiten, die man im Außen hat. Kann auch sein, dass das ein lukratives Arbeitsangebot ist, ein lukratives Irgendwas-Angebot. Es kann auch sein, dass du etwas liest, siehst, hörst, was dafür sorgt, dass du dann, ne, also du siehst eine Annonce und sagst, hey, da möchte ich mich unbedingt drauf bewerben und das ist ein super Job zum Beispiel, ne? Aber das ist, ja, oder du triffst dich mit Menschen und die machen dir ein Angebot für die Selbstständigkeit, was auch immer. Also auf jeden Fall geht es hier um eine Chance, um eine Möglichkeit, die von außen auf dich zukommt. Ne? Und das Schöne ist, wenn wir dann also sehen, das ist sehr lukrativ, das ist etwas, was ja, wo wir für unsere Zukunft etwas aufbauen können, etwas jetzt in die Hand bekommen. Möglicherweise hast du das jetzt auch schon, weil diese Karte an der Stelle sagt ja, das ist die Energie, in der du bist. Also möglicherweise hast du jetzt auch tatsächlich schon etwas bekommen. Und das Schöne ist, was ich sagen wollte, wäre ich fast von abgekommen. Wenn wir diese Chancen und Möglichkeiten, wenn die von außen kommen, dann können die nur deshalb kommen, weil du in dir schon die Ausrichtung hattest. Das heißt, du hast es vorher schon initiiert. Und das ist so schön, ne? Dass wir dann im Außen auch das Ergebnis sehen. Also, wenn Chancen und Möglichkeiten im Außen auf uns zukommen, dann haben wir durchaus einen Anteil dran. Im Sinne von, dass wir die Initiation gesetzt haben. Das ist natürlich schon mal immer auch gut zu wissen, dass, weil alles, was in unserem Leben ist, dafür sind wir ja verantwortlich. Auch für die guten Dinge, nicht nur für die schlechten Dinge. So, also, möglicherweise hast du jetzt aktuell schon diese Möglichkeit, diese Chance, was auch immer, um zu einem letztendlich
guten, dauerhaften Ergebnis zu kommen. Okay, das ist also das. Also lass dich nicht beirren von außen. Das kann sein, dass das jetzt super aussieht und du sagst, ja, okay, das finde ich klasse, das gefällt mir ganz gut. Und dann kommt irgendwas, versucht dir das jemand im Außen möglicherweise madig zu machen. Das kann auch sein. Es kann sein, dass wenn du dich aus deinem Umfeld zum Beispiel wegbewegen möchtest, kann es durchaus möglich sein, dass dieses Umfeld das gar nicht so toll findet. Und dass sie deswegen versuchen, dir die Dinge auszureden. Aber lass das nicht zu, sage ich dir. Lass das nicht zu. Spür genau in dich rein, was ist für dich richtig, was ist für dich stimmig, was möchte dein Herz, deine Intuition sagt dir, wohin die Reise geht. So, und jetzt als drittes, apropos, wohin geht die Reise? Die geht wunderbar in den Sieg. Ja? Die sechs Stäbe ist der Sieg, der Erfolg. Das ist großartig, der Erfolg. Also dieses, wenn du diesen Umständen trotzt, deinen Weg gehst, deine Chancen und Möglichkeiten, die sich auf deinem Weg bieten, nutzt, dann führt das in den Erfolg. Luja Sogi, das ist doch eine richtig tolle Sache, oder was? Jawohl, jetzt gucken wir mal am unteren Kartenrand. Ach du Heimatland, ja. Also, das passt natürlich sehr hervorragend zu den sieben Stäben. Es ist die neun Schwerter und wie du siehst, ist das echt eine Gruselkarte. Weil das sind nämlich die gedanklichen Gespenster, die in uns arbeiten, die uns Sorgen, Nöte, die uns nicht schlafen lassen. Also das heißt, wenn du möglicherweise durch deine Zweifel, die dann durch den Kopf gehen, wenn du dadurch unsicher wirst, dann kommen die Gespenster natürlich und möchten dir alles Mögliche Gruseliges erzählen. Gerade wenn man davor ist, wirklich einen ganz neuen anderen Schritt zu wagen, raus aus der Box, raus aus der Komfortzone und jetzt wirklich ganz in was Neues, das kann natürlich schon mal Angst machen. Und wenn du auch noch im Geburtsdatum irgendwo eine 4 hast oder du bist an einem 4. geboren zum Beispiel, dann sind Ängste ganz klar auch sowieso bei dir mit im Gepäck. Das nur mal so davon abgesehen. Es kann sein, dass du irgendwie getriggert wirst an deinem Sicherheitsbedürfnis, weil da vielleicht sich jetzt etwas auftut, wo du sagst, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo mich das hinführt. Aber es sind Gespenster und Gespenster sind nicht real. Also unsere Gedanken sind etwas, die wir ja aufgrund unserer Energie aus dem Gedankenfeld von allen Menschen, von allem, was ist, unsere Energie holt sich diese Gedanken ran. Das ist das, was wir aussenden. Das heißt, unsere Gedanken sind ein Produkt unserer eigenen ausgesandten Energie. Das ist auch wichtig, dass man das weiß. Das heißt, anhand meiner Gedanken kann ich immer überprüfen, wie bin ich eigentlich aufgestellt. Ja, und okay, wenn ich ein bisschen mehr Selbstsicherheit haben möchte, wenn ich ein bisschen mehr Freude, Zuversicht, Hoffnung oder das optimistisch sein möchte, wenn ich das alles ein bisschen mehr haben möchte und sein möchte, dann muss ich das auch in mir ändern und in die Richtung bringen. Weil wenn ich eine Blumenwiese sehen möchte, dann muss ich da auch schon mal hingucken und nicht auf die Dinge, die nicht gut laufen. Also das sind die Gespenster, die einen nicht schlafen lassen. Das kann sein, dass es äußere Unruhen sind. Wir leben in einer sehr turbulenten Zeit. Also ich kann dir nur empfehlen, Fernseher aus, Radio aus, Zeitung weg, nichts da dergleichen, weil das ist alles nur Ablenkung im Außen. Und das ist, Eckart Tolle hat das mal so schön gesagt, der Teufel liegt im Ketten am Boden und macht noch sehr viel Lärm beim Sterben. Ja, Zitat Ende. Und das sind unsere eigenen Teufel, die in uns sind, die uns einreden wollen, das ist alles so schrecklich, dies, das, jenes und wie soll denn das werden, oje, oje, oje. Und wir vergessen dann dabei, wenn wir auf diese Teufel hören, erstens, dass wir es selber sind, zweitens, dass wir es in der Hand haben, es zu ändern, drittens, dass wir das sogar ändern müssen, wenn wir eine entsprechende Zukunft haben möchten. Ja, also wenn der Output positiv sein soll, wenn du den Sieg erringen möchtest, den Erfolg haben möchtest, dann musst du dich auch innerlich drauf einstellen, weil alles andere bringt nichts. Das hier ist der pure Pessimismus, das ist Angst, das ist das ist eng, das ist weit. Chancen, Möglichkeiten sind weit. Der Sieg, das ist weit. Das ist Enge, das ist Enge. Also lass dich nicht in die Enge treiben, schon gar nicht von dir selber. Und schau nach den Möglichkeiten und Potenzialen und nicht nach dem, was nicht funktioniert und nicht nach dem, was du nicht möchtest vor allem. Jetzt möchte ich ganz gerne für die Zweier hier auch nochmal eine Karte haben für
Mitte Oktober bis Mitte November mit den Lenormand-Karten. Was haben wir hier noch für eine Botschaft? Das Herz, na, guck mal eine an, guck mal, das ist deine 2. Die 2 und die 4, das gibt die 6. Die 6 ist im Tarot tatsächlich die Karte der Liebenden, ne? Und aber in erster Linie auch die Karte der Entscheidung. Und die 6 ist auch die Energie der Entscheidung, und zwar der Umsetzung. Die 6 ist nämlich eine praktische Zahl. Das heißt, höre auf dein Herz. Höre auf dein Herz, das ist ganz wichtig. Was möchte dein Herz? Hör auf die Intuition. Und vielleicht hast du auch einen Partner. Vielleicht bist du ja in einer Beziehung, wo du Unterstützung von deinem Partner hast. Und ja, oder wo du ganz unvermittelt irgendwie Unterstützung von irgendwoher bekommst. Aber grundsätzlich sagt diese Karte, es geht um Herzensangelegenheiten. Es geht darum, aber auch in die Umsetzung zu kommen. Vielleicht auch einen Plan zu machen. Einen Plan zu machen für das, was du in Zukunft machen möchtest, wie du weiterleben möchtest, weil die 2 ist natürlich die Intuition und die 4 ist die Umsetzung und der Plan und das Konstrukt sozusagen, ne? Also die Arbeit daran, also das Handeln auch, ne? Die 4 handelt. Okay, ganz, ganz schöne Karte hier, ne? Finde ich. So, und was haben wir noch für den Oktober, Mitte Oktober bis Mitte November für die 2 hier? Für eine Botschaft aus der Schatzkammer der Seele. 2 Karten möchten noch. Gut, nochmal 2. Fangen wir mit der ersten. Lebensenergie. Die reine Kraft des Lebens erfüllt mich. Sehr schön. Die reine Kraft des Lebens erfüllt mich. Ich finde auch die Farben, sind die nicht wunderschön? Das ist wirklich so angenehm. Als ich das Deck damals neu hatte und ich habe mir jede Karte angeguckt, das war einfach so, so schön. Und die Selbstheilung. Ich aktiviere jetzt meine Selbstheilungskräfte. Und weißt du, was so schön ist? Das Herzchakra, die Farbe, ist grün. Und hier haben wir ein selbst gelbgrün und wir haben hier auch ganz viel grün. Also höre auf dein Herz. Lebensenergie, Selbstheilung. Das sind alles so Botschaften, die einfach dich so unterstützen. Spür mal in dich rein. Das ist wirklich ganz, ganz wundervoll. Ja, das ist das, was jetzt für Mitte Oktober bis Mitte November ansteht. Das ist doch schön. Ja, und achte auf deine Gedanken. Wirklich achte auf deine Gedanken. Was das da den ganzen Tag in dir rumdenkt. Diese Gespenster hier, die dürfen gehen. Ich finde es immer gut, wenn diese Karten so deutlich dastehen oder da liegen, weil es einfach so nochmal so eine bildhafte Darstellung da ist. Aha, okay, darauf darf ich achten, darauf darf ich gucken. Also es kann sein, dass das Einzige, was du nämlich, was dich verhindert, das dich behindert in deinem Vorankommen, bist du selber. Das sind immer die Gedanken, die Ängste, die das auslöst. Und Ängste können sehr machtvoll sein, solange wir sie nicht als Illusion entlarven. Sie sind eine Illusion. Sie sind ein Gedankenkonstrukt, nicht mehr und nicht weniger. Und es ist immer die Frage, hören wir drauf oder nicht? Ja, und ja, wenn du dir abgewöhnst, auf diese Gespenster zu hören, dann geht es dir deutlich besser, kann ich dir sagen, weil du auch sofort, es geht so schnell, dass man auch passende Ergebnisse bekommt. Ja, okay, also das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diese Monatsbotschaft für die Lebenszahl 2. Ich freue mich, wenn du davon was mitnehmen konntest. Und ja, also danke fürs Zuschauen. Gerne kommentieren, liken, Kanal abonnieren, gerne weiterempfehlen. Würdest du mir sehr mithelfen. Und wenn du magst, melde dich gerne zur Kurzanalyse. Also ganz herzlichen Dank nochmal und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video und sage bis dahin Namaste.